Hallo und herzlich willkommen zu Secret Schloss Places, Episode 3. Markus, was hast du uns heute mitgebracht? Heute gehen wir in den Keller unterm Gewölbekeller. Ein Keller unter dem Keller? Ja. Wow. Wir sind jetzt gerade live im Keller, unter dem Keller. Markus, was befindet sich hier? Genau, das ist der Keller, wo die ganze Lüftungstechnik drinsteckt, damit jederzeit frische Luft und warme Luft im Keller sein kann. Genau, also diese großen Kanäle hier oben und unten, da geht die Frischluft rein und die verbrauchte Luft wird abgesaugt und wird dann da nach draußen geblasen. Aber wenn jetzt viele Leute im Keller sind, ist es ja trotzdem immer relativ stickig. Verschafft die nicht mehr Luft, oder? Doch, also wenn es richtig stickig ist, dann ist meistens so, dass irgendjemand vergessen hat, die Lüftung anzuschalten. Genau, aber das reicht eigentlich vollkommen aus, genau. Und auch mit der Luft wird auch der Keller gewärmt. Also darum ist hier auch eine Heizungspumpe. Die schickt da warmes Wasser mit rein und erhitzt die Luft, bevor sie einströmt, genau. Sonst wäre es im Winter ganz schön kalt, die frische Luft. Und wie oft musst du hier so rein? Nur zweimal im Jahr? Einmal zum Einstellen, einmal zum Ausstellen? Nee, es sind ein paar Mal mehr. So alle zwei Monate mindestens, weil hier auch Filter drin sind, die den ganzen Dreck, der damit angesaugt wird, filtern, um dann nicht den ganzen Dreck mit in den Keller zu pusten. Interessant. Genau.